Lehrvertragsauflösungen und Lehrabbrüche. Was sind die Hintergründe und was können wir dagegen machen? Jährlich wird jeder vierte Lehrvertrag aufgelöst. Besonders häufig sind Lehrvertragsauflösungen in der Schönheits- und Elektrizitätsbranche oder auch im Gastgewerbe mit je rund 30%. An was liegt das und was können wir dagegen machen? Über genau das rede ich heute mit dem Andrea Ruckstuhl. Er hat mit Jobcaddy in über 11 Jahren schon unzähligen Jugendlichen in dieser Situation helfen. Ich bin Steffi und das ist die 15. Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Andrea. Hoi Steffi. Danke vielmals für die Einladung. Für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich leite zusammen mit meiner Kollegin Jobcaddy. Das ist ein Mentoring-Programm für Jugendliche, die während der Lehre, nach der Lehre ein Problem haben. Und wir können sie mit Mentorinnen und Mentoren, die freiwillig bei uns engagiert sind, unterstützen. Als spannende und wichtige Zahl möchte ich glaube gerade am Anfang aufzeigen, wie viele Lehrverträge im Schnitt aufgelöst werden. Und zwar sind das etwa 22,4%. Dann gibt es leider auch noch die Lehrabbrüche mit 4,4% im Schnitt. Vielleicht zum Starten, was ist da genau der Unterschied von einer Lehrvertragsauflösung und von einem Lehrabbruch? Wir reden von einer Lehrvertragsauflösung, wenn eine Lernende oder ein Lernender einen Lehrvertrag auflöst, aber dann nachher auch wieder eine Anschlusslösung findet in einem neuen Beruf, in einem gleichen Beruf. Das ist dann quasi die Ausbildung, also die Ausbildung wird vorgesetzt. Von einem eigenen Lehrabbruch reden wir, wenn ein Lernende oder ein Lernender dann nicht mehr eine Ausbildung macht im Rahmen einer Lehre, sondern dann wirklich aussteigt aus einer Lehrausbildung raus. Genau. Genau, jetzt haben wir gehört, dass extrem viele Jugendliche eben ihren Lehrvertrag auflösen oder auch eben die Lehre abbrechen. Was sind denn die häufigsten Gründe dafür? Vielleicht auch so ein bisschen fehlenden perfekten Match oder? Ja, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, vielleicht mal zuerst individuelle Gründe. Es gibt Lernende, die vielleicht beim Kollegen gehört haben, hey, wird doch auch Logistiker. Der Kollege ist ein cooler Kollege, dann mache ich auch Logistiker, ohne mich gross damit auseinandersetzen. Merke in der Lehre, ja, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Beruf, da fühle ich mich nicht wohl. Und dann gibt es so eine Lehrvertragsauflösung. Es gibt aber auch möglich, dass es eine Lehrvertragsauflösung gibt, weil die Leistung nicht stimmt. Die Leistung nicht stimmt im Berufsfachschule, die Leistung nicht stimmt im Betrieb. So, das kann ein Punkt sein. Und wir gehören zu der Unterstützung von den Lernenden, die zu uns kommen, immer auch. Ich habe mich nicht wohl gefühlt im Betrieb. Ich habe vielleicht nicht die genügende Unterstützung bekommen von der Berufsbildnerin und vom Berufsbildner. Also das ist ein grosser Punkt. So, bin ich allein gelassen worden. Ich bin irgendwo angestanden und habe ein Problem gehabt und bin dort nicht unterstützt worden. Das ist so ein grosser Teil davon, ja. Jetzt hast du sehr viele spannende Punkte genannt, die es eben auch oft gibt. Was mich wundernimmt, gibt es denn einen Unterschied Mädchen-Buben? Ja, das gibt es tatsächlich. Also wenn man Statistik anschaut, sind die jungen Frauen von Lehrvertragsauflösungen ein bisschen weniger betroffen als die jungen Männer. Es sind rund 19% der jungen Frauen, die eine Lehrvertragsauflösung haben. Bei den Männern sind es 23%. Jetzt könnte man so ein bisschen philosophieren und spekulieren, wieso das so ist. Ich bin jetzt da nicht der grosse Psychologe, aber man könnte jetzt vielleicht davon ausgehen, dass vielleicht junge Frauen eher immer noch dazu erzogen werden, Ja und Amen zu sagen oder sich anzupassen und vielleicht die jungen Männer eher mal noch so ein bisschen mit etwas nicht zufrieden sind, das auch durchgehend so. Aber das ist ein bisschen Kaffeesatz lesen. Und wenn man jetzt die Auflösungen anschaut, hat es teilweise auch einen Grund, der vielleicht kultureller Hintergrund ist, wieso ein Lehrvertrag aufgelöst wird. Vielleicht ist da eine gewisse Sprachbarriere rum oder so. Das ist tatsächlich so. Auch da, wenn man jetzt Zahlen anschaut, sieht man, dass also insgesamt sind ja rund etwa 20%. Wenn man es abbricht auf die eigentlichen Lernenden, die eine Lehrvertragsauflösung haben, wenn man dort anschaut, wer es am meisten betrifft, dann sind das tatsächlich Jugendliche, die nicht in der Schweiz geboren sind und keinen Schweizer Pass haben. Dort sind es dann 29%, die eine Lehrvertragsauflösung haben. Und bei denen, die in der Schweiz geboren sind und Schweizer Pass haben, sind es 20%. Also von dem her kann man so ein bisschen zurückrechnen, glaube ich, dass es wirklich auch sprachlich etwas zu hat. Aber neben der Sprache viel wichtiger ist, dass die Eltern, das Umfeld von diesen Jugendlichen wahrscheinlich auch unser Berufsbildungssystem viel schlechter kennt, die Jugendlichen weniger gut kann unterstützen. Also, oder vielleicht auch aus einer sozialen Schicht kommen. Die Eltern und dann die Jugendlichen, wo man sich vielleicht nicht so gewohnt ist, die Unterstützung auch können anzugeben. Also sicher weniger Sprache, also nicht, oder so muss ich sagen, nicht nur Sprache, aber Sprache spielt auch eine Rolle. Bei der Sprache finde ich noch wichtig zu betonen,
Das vergisst man immer wieder. Sprache spielt in der Ausbildung im Betrieb nicht so eine grosse Rolle. Da kommen die meisten Jugendlichen, auch wenn sie nicht so perfekt Deutsch reden, gut mit. Die Sprache spielt vor allem in der Berufsfachschule eine grosse Rolle. Und dort, auch in einer zweijährigen EBA-Ausbildung, spielt es eigentlich eine ganz zentrale Rolle. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass die Lernenden möglichst schnell, möglichst gut Deutsch können. Ich glaube, das sind sehr viele interessante Punkte und da können wir sicher von Justi auch einen Mehrwert schaffen, indem wir auch probieren, die Eltern verschiedenster Klassen, kultureller Hintergrund, das duale Berufsbildungssystem in der Schweiz aufmerksam machen. Und ich glaube, ihr auch von JobKady bietet allgemein einen sehr grossen Mehrwert in diesen Situationen. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was dann eben Lehrvertragsauflösungen sind oder wo das häufig passiert. Jetzt geht es mir aber auch vor allem darum, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Mehrwert bieten können. Und zwar, wie können wir das Ganze verhindern? Was können wir aktiv machen, dass wir die Prozentzahl runterbringen und verbessern können? Der erste Punkt ist sicher vor allem bei Justi, die grösste Lehrstellenplattform, die es gibt in der Schweiz. Info, Info, Info. Da hat es ja einen unglaublichen Informationsgehalt. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen und auch ihre Eltern von dem auch wissen, dass man dort sich kann informieren kann. Was ist eine Lehre? Was sind das für Berufe, auf die ich mich einlade? Dann ist es vor allem auch wichtig, dass die Lernenden die Möglichkeit haben, können schnuppern. Nicht einmal schnuppern, zehnmal schnuppern, verschiedene Berufe schnuppern. Und dort bietet ja Justi eine lässige Möglichkeit. Ich habe mir noch überlegt, vielleicht wäre es sogar eine Idee, so eine Chat-Funktion zu haben, also so wirklich ganz live Lernende, oder das sind ja dann noch Schülerinnen und Schüler, sind so ein bisschen unsicher, was soll ich machen, wo soll ich hingehen. Vielleicht könnte man dort sogar mal so ganz kleine Chat-Funktion, Chat-Feister einbauen. So. Und von Seite der Lehrbetriebe dünkt es mich wichtig, dass man während dem Schnuppern nicht irgendwie ein Paradies vorstellt, sondern einen ganzen realen Alltag zeigt. Und das ist etwas, was wir beobachten im Alltag, wenn Schülerinnen und Schüler gehen schnuppern und dann, die gehen dann meistens sehr früh, vielleicht zum Teil schon Ende zweiten Sek, Anfang dritten Sek, und dann gehen sie dann ein halbes Jahr, ein Jahr später in den Betrieb und dann sind das ganz andere Leute, die dort arbeiten. Auch das so ein bisschen im Kopf haben, dass Lernende sehr personenbezogen sind, wie wir alle Menschen auch, und dass es wichtig ist, so einen realistischen auf der einen Seite Einblick zu bringen und auf der anderen Seite zu merken, hey, Lernende brauchen das, eine starke Ansprechperson, so schon in dem Moment auf das gut Rücksicht nehmen. Mhm. Auch da wieder sehr spannende Punkte für alle, die zuhören. Also merkt euch das. Probiert doch auch eben ein Schnuppern, so realitätsgetreu wie möglich zu machen. Es gibt ja auch immer wieder so ein bisschen böse Zungen, die behaupten, dass die Jugendlichen heutzutage ein eine falsche Einstellung haben zu der Arbeitswelt. Wie siehst du das? Ja, die Einstellung die gibt es schon seit mehreren tausend Jahren. Also die Jugendlichen sind immer schlecht, die sind immer schon schlechter gewesen, als was man sich erhofft. Durch das, dass man das wiederholt, wird das nicht wirklich richtiger. Ich glaube, man muss schon sehen, der Schritt von der Schule, erlaube ich mir zu sagen, als ehemaliger Lehrer, der Schritt von der Schule in die Arbeitswelt, das ist ein grosser Schritt. Wenn ich in der Schule irgendwie etwas nicht ganz richtig gemacht habe oder mal zu spät gekommen bin, hat das oft keine so wirkliche... Also man hat vielleicht einen Eintrag im Zeugnis, aber viel mehr ist nicht passiert. Also das muss man auf der einen Seite sicher sehen. Und von wegen falscher Einstellung, man hört heute so Gen Z, Generation Z, habe ich irgendwie so eine falsche Einstellung. Ich sehe das anders. Generation Z hat eine gescheitere Einstellung zur Work-Life-Balance. Und wir Alten sagen ihnen seit Jahren, hey, schaut, auch, dass es euch gut geht. Die Arbeit ist ein Teil von eurem Leben. Das Privatleben hat einen Teil, das Sozialleben hat einen Teil. Also eigentlich sind junge Menschen von der Generation Z dort, wo wir sie eigentlich seit Jahren wollen anbringen. Und von dem her, nein, ich finde nicht, dass sie eine falsche Einstellung haben, sondern sie haben eine ganz realistische Einstellung. Und, das dürfen wir im Jahr 2023 nicht vergessen, wir sind in einer Situation von einer Multikrise. Wenn man sieht, was die Jugendlichen beschäftigt, die Klimakrise ist da, wir haben gerade die Pandemiekrise gehabt, wir haben einen riesigen Krieg mitten in Europa. Das ist etwas, wo, auch wenn man das nicht ganz aktiv mitbekommt oder beobachtet, das ist ein Druck, wo Jugendliche spüren. Und ich denke, das muss man und darf man als Berufsbildner und Berufsbildner mitdenken, dass das Menschen, die heute in der Lehre sind, Menschen, heute, die jung sind, in der Adoleszenz sind, einfach auch mit beschäftigt. Wenn man jetzt bei sich im Unternehmen jemanden aus der Generation Z anstellt und zum Beispiel eine Lehre anbietet, in einem gewissen Bereich. Gibt es irgendwelche, Warnsignale oder etwas, wo man frühzeitig erkennt, ich glaube, die Person ist nicht so zufrieden, könnte vielleicht zu einer Lehrvertragsauflösung kommen? Wie kann man das erkennen, frühzeitig? Ich glaube, das kann man dann erkennen, wenn
Wir machen so die Erfahrung, in den ersten 2-3 Wochen strahlen die Jugendlichen, wenn sie in einen Lehrbetrieb kommen. Sie finden alles lässig, gehen vielleicht mit auch zu einem Kaffee, zu einem Znüni, gehen miteinander zum Mittagessen. Und sobald es also erste Anzeichen gibt, dass sich Jugendliche zurückziehen, ist das so ein Warnsignal. Und dort finde ich einfach ganz wichtig, gerade sofort auf das reagieren. Nicht im Sinne von, hey, du kommst jetzt wieder nicht, was ist denn los? Sondern so Ich-Botschaften machen. Ich habe bemerkt, du bist in der ersten Zeit bist du gekommen, hast mit uns Pause gemacht und jetzt merken wir, du bist so ein bisschen durch, bist so ein bisschen ruhig, bist nicht mehr ganz so fröhlich. So einfach ganz zeitnah, freundlich Ich-Aussagen, Rückmeldungen machen, sobald ich so etwas beobachte. Super. Und gibt es sonst noch etwas, wie man als Berufsbildner oder Berufsbildnerin kann unterstützen? Unbedingt. Ich denke, das Wichtigste sind so standardisierte, regelmäßige, genaue Feedback, sagt das im, sagen wir jetzt mal, in einem Lernbericht. Wir machen die Erfahrung im Alltag, dass Jugendliche, die Lehrvertragsauflösung haben und zu uns kommen, immer wieder völlig überrascht sind, dass es eine Lehrvertragsauflösung gegeben hat. Dann fragen wir manchmal, ja, hat es nichts geheißen? Dann hat man euch keine Rückmeldungen gegeben. Dann sagen sie nein. Und wenn man dann so einzeln mal von der Lehrbetrieb gehört, doch natürlich, wir haben Rückmeldungen gemacht. Das heisst, offensichtlich sind die Rückmeldungen vielfach zu wenig genau, zu wenig ausdrücklich, zu wenig standardisiert, und das ist ganz, ganz wichtig. Und bei der Rückmeldung ist etwas, das ist mir vor allem so ein grosses Anliegen, man darf nicht nur Kritik anbringen, die dürfen wir und muss man anbringen, aber Lob. Wir alle Menschen, ob jung oder alt, wir sind auch sehr darauf angewiesen, zu hören, was wir gut machen, das Gute verstärken, ohne dass man Kritik auslässt, aber das, denke ich, ist ganz, ganz zentral wichtig. Super, danke vielmals für die Tipps. Ich glaube, da kann jeder und jede, die dazu hört, sehr profitieren. Auch wir bei Justi, die ja auch Lernende ausbilden. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, danke. Jetzt hast du vorher noch so ein bisschen die Multikrise angesprochen, den Krieg in Europa, also ja, so ein bisschen die psychische Belastung. Welche Rolle spielt denn die psychische Gesundheit in so einer Situation? Wenn man zum Beispiel sieht, Zahlen, die beim 147 anrufen, also Jugendliche, die beim 147 beim Beratungstelefon anrufen, die hat massiv zugenommen, auch Zahlen von jungen Menschen, die sich bei psychiatrischen Stellen melden. Also dass die psychische Grundbelastung, die hat dramatisch zugenommen. Ich finde, es steht uns nicht zu, das zu werten, sondern man muss das einfach ernst nehmen. Das, denke ich, ist das Erste. Und vor allem nicht mit Standardsätzen abtun. So im Stil von, ja, wir haben es früher auch mal schwierig gehabt, das nützt gar nichts. Wenn ich weiss, dass einen anderen auch den Arm gebrochen haben und ich ihn jetzt auch den Arm gebrochen habe, dann tut mein Arm jetzt gleich weh. Ich mache jetzt ein solches Bild. Und von dem her denke ich mich ganz wichtig, dass man es ernst nimmt. Nicht vorbeibäbeln, nicht irgendwie finden, Jesus Gott, du bist ein Arm ab, sondern wenn so Zeichen kommen, das wirklich ernst nehmen. Und ich finde, so, gerade bei den psychischen Belastungen auch zu wissen, was kann ich als Berufsbildnerin und Berufsbildner unterstützen und wo komme ich auch an meine Grenzen, wo bin ich auch nicht richtig. Dort finde ich es ganz wichtig, dass man auch sofort zeigt, ich habe das wahrgenommen, ich sehe das, da ist Ihnen oder dir geht es nicht gut, ich würde dir oder Ihnen empfehlen, professionelle Unterstützung zu holen. So finde ich, kann man eigentlich mit jungen Menschen, die psychische Probleme haben, umgehen. Jetzt hast du eben gesagt, so ein bisschen, wenn das man Unterstützung ins Boot holt, jetzt ist mir zum Beispiel noch die Frage in den Sinn gekommen, wann hole ich denn die Eltern ins Boot? Also wann kontaktiere ich die Eltern? Bringt das überhaupt etwas? Da finden wir, muss man gross unterscheiden zwischen den Eltern von Minderjährigen und Volljährigen. Wir wissen, bei den Volljährigen haben eigentlich die Eltern, ich sage jetzt mal, aufgrund des Arbeitsgesetzes nichts mehr zu sagen. Natürlich sind ja dann die Eltern schon lange dabei, haben auch ursprünglich mal den Lehrvertrag unterschrieben. Dort, finde ich, muss man immer ganz aufpassen bei Volljährigen, dass man das immer auch mit Rücksprache oder nach Rücksprache mit den Lernern macht. Bei Minderjährigen finde ich, das, was ich vorher angetönt habe, das mit den Lernberichten, mit den standardisierten Feedback, das ist eine gute Grundlage, um mit denen auf Eltern zugehen und sagen, schau, Sie, wir sehen, mit der Leistung ist es vielleicht nicht optimal und wir merken, es geht Ihrem Kind, Ihrem Sohn, Ihrer Tochter nicht gut. Und natürlich auch dort völlig transparent in Absprache mit dem Jugendlichen dort Eltern zuzuholen. Aber immer auch gewahr sein, dass wir es mit Menschen zu tun haben, in der Adoleszenz, in der Pubertät, vielleicht sind dann die Eltern gerade die Falschesten, aber im Einzelfall könnte das sicher eine gute Unterstützung sein, wenn man die Eltern dazu holt. Jetzt haben wir viel von der Lehrbetrieb, Berufsbildnerinnen, Eltern geredet, aber wie geht es denn den Jugendlichen in so einer Situation? Ja, ganz unterschiedlich. Wir haben es mit Jugendlichen nach einer Lehrvertragsauflösung zu tun, die wissen, das ist easy, die meisten finden wieder eine Anschlusslösung. Dann haben wir es mit Menschen zu tun, die total in ein Loch hineingefallen sind, weil sie das erste Mal eine Lehrvertragsauflösung haben. Vielleicht eben die Statistik nicht kennen, dass man es eigentlich relativ einfach wieder eine Anschlusslösung findet. Also sehr, sehr unterschiedlich.
Und entsprechend unterschiedlich muss man mit ihnen dann umgehen. Wir machen das so die Erfahrung, gerade wenn es jemand ist, wo in ein Loch geht. Wir haben so, kommt mir jetzt gerade ein Beispiel in den Sinn, ein junger Mann, wo es wirklich nicht gut gegangen ist, der hat zuerst Mutter angerufen und hat herausgefunden, dass wir von Jobcady her so Unterstützung anbieten. Die Jugendlichen sind so ein bisschen widerwillig mitgekommen und dann haben wir so gesagt, was da bei uns ein freiwilliges Angebot ist. Und dann, spätestens in dem Zeitpunkt, wo wir haben können sagen, hey, schauen Sie, das ist nicht Sie allein, wo das betrifft, sondern jeder Vierte betrifft das. Die Wiedereinstiegsquote ist sehr, sehr hoch und wenn man das gezielt angeht, finden wir auch wieder eine Lösung. Von dem Moment hat er aufgemacht und spätestens dann, wo er seine Mentorin kennengelernt hat, wo es dann ganz konkret darum gegangen ist, eine neue Bewerbung zu schreiben so, und das erste Vorstellungsgespräch angegangen ist, da hat's so, hat er aus dem Loch herausgefunden. Aber so auf deine Frage, ja, sehr unterschiedlich, halt, wie wir Menschen sind, können die Jugendlichen auch da sehr unterschiedlich mit dem um. Jetzt hast du spannende Storys, sage ich jetzt mal, erzählt. Als Abschluss ist es natürlich immer spannend, ja, so ein bisschen zu hören von erlebten Fällen oder auch vielleicht gibt es Fälle, wo es ein Happy End gegeben hat. Kannst du vielleicht doch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, mir kommt ein junger Mann in den Sinn. Der, als er zu uns kam, hat er eine Lehre gemacht im Detailhandel, im Verkauf. Er hatte teure Möbel verkauft. Das ist, ich muss euch schnell einen Hintergrund erzählen, das war in der Pandemie gewesen. Wir hatten dort zumal noch kein Live-Gespräch gehabt. Wir haben via Zoom gemacht. Ich hatte mit dem jungen Mann ein Aufnahmegespräch gehabt, das in das Kinderzimmer gesehen. Ich habe im Kinderzimmer im Hintergrund ein grosses Ferrari-Plakat gesehen, einen riesigen roten Ferrari. Und dann hat er gesagt, ah, sind Sie Autofan? Ja, das wäre genau meine Geschichte und so. Und dann habe ich gesagt, wieso haben Sie dann nicht irgendwie eine Lehrstelle gesucht im Autobereich? Dann hat er gesagt, ja, das hätte ich eigentlich schon wollen. Und dann hat man so gemerkt, so die ursprüngliche Detailhandelslehre in der Möbelbranche, dort ist er so reingerutscht über Bekannte von den Eltern und so. Aber das war eigentlich überhaupt nicht seine Geschichte gewesen. Dann hat er mit der Mentorin irgendwie das vertieft, hat gemerkt, hey komm, also da brennt ja eigentlich mein Herz für die Autobranche, also ich versuche doch dort wieder etwas zu finden. Man hat dann die Bewerbungsunterlagen aufgebessert, hat sich bei ganz verschiedenen Autofirmen gemeldet und er ist in einer Autofirma gelandet. Und das ist noch nicht das Happy End, sondern das Happy End ist, weil er in einem richtigen Umfeld war, hat er derart auch leistungsmässig Gas gegeben, dass er zu den 30 besten Lernern gehört hat, wo er dann das Recht hatte, einen vierwöchigen Sprachaufenthalt in London zu machen. Also eine totale Happy End-Geschichte. Selbstverständlich ein bisschen leiser gesagt, sind nicht alle ganz so Happy Endig, aber das ist wirklich eine lässige Geschichte. Ja, ich glaube, da können wir definitiv von einem Happy End reden. Danke vielmals fürs Teilen von dieser Geschichte. Ich glaube, das motiviert durch einige und man sieht, dass man, ja, wenn man auch für etwas brennt, sich einen passenden Ort für sich selber findet. So als Abschluss, so ein bisschen ein Learning für die Lehrbetriebe oder Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, die jetzt zuhören, kannst du noch mal zusammenfassen, auf was sollte jeder Lehrbetrieb im Umgang mit Lernenden achten? Ja, da kann ich es ganz einfach machen. Als ich Gymnasiallehrer wollte werden, habe ich meinen damaligen Gymnasiallehrer gefragt, was braucht es, wenn man mit jungen Menschen arbeitet. Und dann hat er gesagt, junge Menschen gerne haben. Und so banal, dass es tönt, ich glaube, das ist A und so. Den Job ernst nehmen. Berufsbildnerinnen und Berufsbildner heisst in erster Linie, Menschen gerne haben, seinen Job gerne haben, seine Branche gerne haben, seinen Betrieb lässig finden und mit Respekt und auf Augenhöhe mit Lernenden umgehen. Das ist eigentlich das A und so. Alles andere, wie man ausbildet, wie das technisch geht, das sind dann eigentlich wie nur noch, ich sage jetzt mal, so ein fast Nebensächlichkeiten. Und nochmal zusammengefasst, wie lässt sich eine Lehrvertragsauflösung verhindern? Zeit nehmen. Frühes Gespräch suchen, sobald man merkt, dass irgendetwas nicht gut ist, auf die Lernenden zugehen und dort das Gespräch suchen, Rückmeldungen geben, wie ich am Anfang gesagt habe, klare Rückmeldungen geben, transparente Rückmeldungen geben, Lob und Kritik äußern. Und ja, manchmal kommt es zu einer Lehrvertragsauflösung. Nicht jede Lehrvertragsauflösung ist eine Katastrophe. Es gibt ja Programmunterstützungen, die dann Jugendliche dabei unterstützen können, eine neue Lösung zu finden. Danke vielmals für die Worte zum Schluss. Jetzt wie immer unsere letzte Frage. Was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Mein grösster Wunsch ist, dass wir in dieser Haltung, wie ich es jetzt beschrieben habe, weitermachen, miteinander, nicht auf der einen Seite der Betrieb und auf der anderen Seite lerne ich miteinander. Es lohnt sich,
Es klingt so banal, aber das ist es. Super, danke vielmals. Ich würde sagen, wir haben sicher einige Zuhörerinnen und Zuhörer können weiterhelfen oder auch aufzeigen, dass sie in so einer Situation nicht allein dastehen und dass es immer irgendwelche Lösungen gibt. Falls ihr da draussen noch offene Fragen habt, sind Jobcady oder natürlich wir von Justi sehr gerne für euch da. Andrea, danke dir vielmals für das Gespräch und für deinen Einsatz für die Lernenden und die jungen Fachkräfte in der Schweiz. Und danke euch allen fürs Zuhören und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung. Thank you.